Hallo liebe Griller-Freunde, hier ist wieder eure Griller-Queen. Ich möchte heute mit euch Rübenmus machen. Und nicht, wie ihr es kennt, aus der Küche, irgendwie aus dem Pott oder so. Nein, das machen wir heute mal vom Grill. Und was wir dafür brauchen, zeige ich euch mal hier. Wir brauchen natürlich eine Steckrübe. Ich habe dazu 500 Gramm Kartoffeln. Ich habe eine Süßkartoffel und ich habe 4 Mohrrüben. Dann brauchen wir ein bisschen Speck, den habe ich klein geschnitten. Eine große Zwiebel. Dann brauchen wir Butter, Sahne, Butterschmalz, weil das immer ganz gut schmeckt. Dann haben wir hier Salz, Pfeffer und Muskat. Mehr Gewürze brauchen wir gar nicht. Ein bisschen Gemüsebrühe, um das Ganze nachher anzusetzen. Und Fleisch muss natürlich immer viel sein. Da haben wir schön Mettenden, Kasslernacken und Schweinebacke. Das alles wollen wir heute schön auf dem Grill zubereiten. Genau, ich habe meinen Grill schon schön vorgeheizt, aber jetzt wollen wir erstmal gucken, ob das alles schon so reicht und dann fangen wir gleich an. Okay, ich habe nämlich noch eine ganz tolle Überraschung bekommen und auch für euch. Ich habe eine neue Plansche bekommen, guckt mal, von Grill Supply. Das ist ein ganz junges Startup, die haben mich angeschrieben bei Instagram und haben mich gefragt, ob sie mir sowas schicken dürfen. Da habe ich gesagt, na klar, wie geil ist das denn? Und ich werde sie heute das erste Mal ausprobieren und wir fangen an mit meinem Gemüse und meinen Kartoffeln. Ich sprühe das hier mal ein bisschen ein und werde die jetzt einfach anrösten auf meiner neuen Plansche. Dann geben wir hier alles ganz leicht rüber. Das rösten wir jetzt kurz an und dann geht's weiter. So, während unser Gemüse so vor sich hin brutzelt, habe ich schon mal den Dutch oben raufgestellt, dass der schön warm wird. Oder heiß, besser gesagt. Und habe ein bisschen Butterschmalz da reingepackt. Und parallel können wir jetzt unseren Bacon und unsere Zwiebeln in unseren Dutch oben geben. Und einfach ein bisschen mit anrösten. So. Einfach ein bisschen mit anrösten und das Ganze machen wir jetzt erstmal und dann melden wir uns sofort wieder. Okay, jetzt ist alles ein bisschen angeschwitzt. Jetzt geben wir unsere Brühe drüber. Wie viel Brühe ist das? Das sind jetzt so 1,5 Liter knapp. Es geht eigentlich darum, im Endeffekt, dass das Fleisch, ich nehme jetzt hier zuerst die Schweinebacke, weil die braucht am längsten. Das Fleisch muss leicht bedeckt sein. So, also das ist alles gut so, wie es ist. Jetzt kommt der Deckel drauf und die Schweinebacke bleibt jetzt erstmal alleine für eine halbe Stunde da drin. Dann kommt unser Kassler dazu und unsere restlichen Gemüse und Würstchen kommt in einer halben Stunde dazu. Das bleibt jetzt aber erstmal so, wie es ist. Ich nehme jetzt, wenn das Gemüse soweit und die Kartoffeln soweit angeröstet sind, nehme ich die Plansche hier runter und werde mein Dutch Oven dann in die Aussparung von meinem Grill reinsetzen. Ja, das dauert aber noch einen kleinen Augenblick. Aber guck mal hier, ein bisschen Farbe haben die schon gekriegt, finde ich. Also, ja. Komm. Ich will sie auch nur ganz leicht anrösten, dass sie so ein ganz bisschen ein kleines Aroma mitgeben in mein Rübenmus. Los geht's. Eine halbe Stunde ist jetzt um. Ich habe jetzt zwischendurch umgebaut, wie ihr sehen könnt. Also ich habe meine Plansche runtergenommen, habe mein Grillgemüse oder mein gegrilltes Gemüse, Steckrübe und Kartoffel an die Seite gestellt. Bin aber ganz happy mit der Farbe und werde jetzt zu meiner Schweinebacke, die ich zwischendurch auch mal gedreht habe, werde ich jetzt meinen Kassler packen. Ich habe noch mal ein bisschen Wasser nachgekippt. Genau, du guckst gerade so skeptisch, aber ich habe gerochen, es riecht sehr lecker. Es riecht richtig lecker. Und ich finde, man riecht mal hier dran mit der Kamera. Nein. So. Also, ist lecker. Ja, ist eben riecht schon nach Herbst. Ja, genau. Riecht einfach so schön herbstlich und ja. Also jetzt kommt, habe ich ja eben gerade unseren Kassler reingepackt. Wir haben ja ein paar mehr Mettenden, weil wir sonst immer uns darum kloppen. Ne? Das ist immer, das geht bei uns. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Hashtag Werbung, die habe ich von Aldi, das sind die geilsten. Also wir haben schon viele Mettenden ausprobiert. Oh, das wird heiß hier gerade. Ausprobiert. Aber die von Aldi sind einfach die geilsten. Und ich finde auch noch okay vom Preis. Also ist ja alles teuer geworden, aber die sind noch okay vom Preis. So. Das Ganze lassen wir jetzt wieder, unser Gemüse fehlt ja noch. Dann lassen wir das Ganze wieder eine halbe Stunde köcheln.
Dann nehmen wir unser Fleisch raus. Ich will hier nicht so rumspritzen. Pass auf da. Genau. Wow. Ist mit Action hier. Oh, wäre ja auch langweilig sonst, oder? Sehen, dass wir grillen. Okay. Das Ganze kommt da jetzt mit rein. Wird das nochmal ein bisschen mit eingetaucht hier. Da kommt unser Deckel wieder rauf. Halbe Stunde lassen wir das Ganze jetzt köcheln. Ich habe meinen Grill ein bisschen runterreguliert. Und ich sag mal, bei 180 Grad können wir jetzt, wenn der Deckel drauf ist, für eine halbe Stunde das Ganze köcheln lassen. Und dann fangen wir an, unser Rübenmus fertig zu musen. Oh. Zack. Es duftet köstlich und wir haben auch echt riesen Hunger. Wir gucken jetzt mal rein. Ach, sieht super aus, es riecht super. Ich habe zwischendurch einfach mal getestet, ob meine Rübe und meine Kartoffeln schon schön weich sind. Das ist der Fall. Also kann das Ganze jetzt runter. Ich muss einmal kurz dahin, Dankeschön, und leg mal mein Deckel ab. Jetzt heben wir alles zusammen. Ich nehme lieber den Handschuh. Heben wir alles zusammen einmal rüber, nehmen unser Fleisch raus. Oh, komm mal mit. So, jetzt holen wir erstmal unser Fleisch raus. Den Grill können wir nebenbei ausmachen. Und die Würstchen werden auch daraus gesammelt. Ich habe auch schon in der Familie rumgefragt, weil ich habe ein bisschen viel, glaube ich, gemacht. Ich denke, das werden wir gar nicht so alleine schaffen. Und witzigerweise ist wirklich, und das ist wirklich so, dass mein Schwiegervater eigentlich kein Rübenmus isst. Aber letztes Jahr, als ich Rübenmus gemacht habe, hat er es gegessen und es hat ihm sehr gut geschmeckt und deswegen isst er es auch dieses Jahr wieder. Und deine Mutter freut sich sowieso schon ganz doll, weil sie gerne Rübenmus isst, so hat sie mir gerade gesagt. Also, ich bin auch ein Riesenfan davon. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, ich habe jetzt... Nee, da ist noch eine Wurst. So, da ist noch eine Wurst. Gut. Habe ich jetzt alle rausgefischt hier. Könnt ihr auch zählen, ne? Ja. Sieht gut aus. Jetzt wollen wir den Sud abkippen, weil wir den gleich noch ein bisschen brauchen. Hier gibt es... Oh, siehst du, Unfall. Es gibt ja hier verschiedene Varianten. Das heißt, ihr könnt jetzt entweder das Rübenmus pürieren oder ihr könnt es stampfen. Ich mag es lieber, wenn es gestampft wird. Das ist ja aber auch Geschmackssache. Und jetzt kippen wir das Ganze mal vorsichtig. Hoffentlich auch ohne Unfall. Hier rüber. Guck mal. Und ganz bisschen Sud könnt ihr drin lassen, weil den braucht man ja so oder so. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Das bisschen, was da mit reingelaufen ist, das wollen wir natürlich wieder haben. So, und kippen wir hier mit rüber. Die ganzen Zwiebeln sind dabei. Okay, jetzt habe ich hier meinen hübschen Stampfer. Und jetzt fange ich mal ganz leicht an, das zu stampfen. Dafür braucht man ja ein bisschen Kraft. Und hier könnt ihr einfach von der Konsistenz her gucken, wie ihr es mögt. Also das heißt, ihr könnt jetzt die Brühe rüberkippen, wie ihr wollt. Und so erstmal ganz grob stampfen. Dann kommt jetzt unsere Butter. Dann nehmt ihr auch ein schönes Stück, weil Butter ist ja Geschmacksträger. Die kommt jetzt hier mit dazu. Wir haben hier etwas Pfeffer. Auch da könnt ihr variieren und einfach abschmecken. Wichtig ist aber Muskat, finde ich. Muskat bringt ja nochmal so einen kleinen Pfiff da rein. Muskat rüber und Salz. Schön bisschen Salz. Ich mache erstmal so. Und ein wenig Sahne. Da könnt ihr auch nehmen, was ihr wollt. Ob jetzt eine dicke, ordentliche 15%ige Sahne oder wie auch immer. Kleinen Schuss Sahne darüber. Gut, jetzt stampfe ich das Ganze und dann zeige ich euch gleich, wie es aussieht. Unser Rübenmus sieht super aus. Ihr müsst ganz schön aufpassen mit dem Salz, weil ja nun schon so viele salzhaltige Sachen da drin waren. Also vielleicht erst abschmecken und dann nachsalzen. Ich habe jetzt noch echt Glück gehabt. Also man kann es noch essen, aber mehr Salz hätte es nicht sein dürfen. Jetzt wollen wir mal unsere Schweinebacke anschneiden. Wow, sieht super aus. Super. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, prima. Und jetzt kommt hier unser Kassler. Mal gucken. Schönes Herbstessen. Ja. Toll. Sieht spitze aus.
Ich schneide jetzt hier alles einmal auf, lege dann alles nochmal auf unser Rübenmus rauf, mache den Deckel und darauf habe ich meinen Grill aus, aber da ist ja noch genug Hitze drin. Pack dann nochmal so für 10 Minuten das Ganze auf den Grill bei dieser restlichen Hitze und dann geht's ans Essen. Nun wird probiert. Ich kann es kaum erwarten. Ich habe so einen Riesenhunger. Wir probieren jetzt erstmal den Rübenmus. Ich finde ihn super, super, super lecker. Und anders als vom Herd. Ich glaube, weil ich das angeröstet habe, das Gemüse und die Kartoffeln, könnte sein, dass das bringt irgendwie einen kleinen anderen Geschmack mit rein. Also grandios. So, jetzt kommt unser Kassler. Ich bin ein riesen Kassler-Fan. Muss ich dazu sagen. Gleich ein bisschen Rübenmus damit drauf. Ist auch lecker. Top. Nicht zäh. Super. Perfekt. Nun unsere Wurst. Gut, das ist jetzt keine große Kunst, eine Wurst ins Wasser zu werfen. Kann jeder. Aber Mund noch voll. Ich mag diese Wurst einfach gerne. Ich weiß, dass sie schmeckt. Was soll ich euch sagen? Schmeckt. So, jetzt kommt unsere Schweinebacke. So, ich finde, sieht super aus. Spitzenmäßig. Ist auch eher so ein, also essen Männer überwiegend, ne? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so richtig meins ist das nicht. Ich esse es, aber ist jetzt nicht, also brauche jetzt nicht irgendwie immer auf meinem Teller sein. Kameramann mag es. Kameramann, und der wird das mögen, weil... Und die hier. Der Kameramann wird das richtig mögen. Also alles super. Ich freue mich drauf, dass wir es nachher schön zusammen essen. Gerade so ein Essen so als Familie, also mit der Familie zusammen, ist einfach super. Ein tolles Herbstessen. Und ja, ich freue mich schon richtig drauf. Und ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach gerne mal ein Like da. Und wenn euch das Video richtig gut gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Und ja, ich freue mich und schreibt mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen oder sowas habt, dann ja, lasst es mich doch einfach wissen. Und ich verabschiede mich jetzt wie immer mit einem Küsschen.